Ein herzliches Willkommen zu einem Part von Let's Fun AFK Arena. In diesem Part machen wir Kapitel 5, die Hölle heißt. Und wir sagen, wir gehen einfach rein. Bam, let's go. Wir brauchen noch ein bisschen Questpunkte für unser Ausbildungslager. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Gucken wir mal, was wir nach Kapitel 5 erreicht haben. Dann brauchen wir noch drei weitere. Ich guck mal einfach mal. Ich gucke einfach mal so. Ja, Kapitel 5 sollte auch wieder ein easy Run sein hier. Obwohl nicht so ganz easy wie gerade. Ein bisschen wie im letzten Part. Dass wir hintereinander auf ein bisschen. Weil ich muss Ausbildungslager abschließen. Das ist halt in 3 Stunden. Aber für euch ist es ein paar Tage versetzt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Habt ihr ein bisschen mehr davon. Ein bisschen mehr enjoyen. Aber läuft wieder richtig gut, ey. Also ich habe echt ein richtig gutes Team. Ich bin froh mit der Ausbeute. Also, okay, Chimäre habe ich jetzt durch eine Quest bekommen quasi. Aber Iron gezogen, also perfekt. Ich werde meinen Fokus auch komplett auf Wilderer und Grabespross legen. Klar, Celestial und Hypogen sowieso. Aber ich finde Lichtträger und Mauler aktuell nicht so reizend. Deswegen Fokus hauptsächlich auf Wilderer und dann auf Grabespross. Und da eigentlich speziell nur auf Daemon. Weil, ja. Ja, gut, Silas ist auch noch richtig gut. Isolde kann man sich auch drum streiten. Ja, Fawkes. Ja, nee, ach Quatsch, Fawkes. Nicht Fawkes, wie heißt er? Mit dem Bogen. Wie heißt er denn jetzt? Ist nicht Fawkes. Pharael. Pharael ist ja. Ja, gut, ja, es gab auch noch ein paar gute. Gwisel ist auch noch nicht so ein schlechter Tank. Aber hauptsächlich Wilderer erstmal. Und dann hochballern. Weil Wilderer sind so gute Supporter. Da braucht man dann nicht mehr viel extra zu. Deswegen geht er schon fit. Ja, wir haben ja schon noch drei. Also Iron, Lützer und Tarsis ist schon mega. Ist echt eine gute Ausbeute. Ja, gut, wir haben Syrus gezogen. Syrus ist Schmutz, aber, aber sonst geht's voll gut. Voll gut voran, muss ich sagen. Ja, so ist das, ey. Kapitel 5 ist wieder auch so ein leichter Durchmarsch. Aber es wird gleich auf einmal aufhören. Ich sag's euch. Es sieht jetzt so einfach aus, aber dann gleich wird ein Kapitel kommen, dann, oder ein Level, wo wir sagen, bam, scheiße. Sind die schon gleich gut? Boah, nur noch 5000 Punkte weniger. Es wird so langsam enger. Also eng nicht, aber es wird so langsam knapp. Ich glaube, also für Kapitel 5 sollte es noch reichen, aber dann wird's. Dann nimmt es andere Gefährten auf sich. Andere Gefährten? Das heißt anders, das Sprichwort, ne? Dann nimmt es andere Fahrten oder so auf sich? Keine Ahnung, irgendwie so. Irgendwie so. Haben die Magier da hinten? Die haben keine Chance. Werden einfach ausradiert. Ich habe Schmiere auch nur vorne stehen, um ihre Ulti schneller zu starten. Aber im Moment ist es wie gesagt noch egal. Also, ich glaube, ich könnte die egal wie stehen haben. Obwohl Iron muss da stehen, weil, naja, er muss sie halt pullen. Ach komm, wir spielen mal ein bisschen mit Merlin, oder? Wenn wir den noch als Test haben, dann können wir ihn noch ein bisschen ausnutzen. Aber direkt wird es ein bisschen. Merkt er? Direkt wird es ein bisschen anders, wo Silas raus ist. Da packen sie das doch wieder rein. Aber wir testen noch einmal. Vielleicht, weil es ein Boss war. Was ein Boss? Ja, war ein Boss. Ja, vielleicht das daran. Ja, obwohl. Irgendwas stimmt da nicht. Silas hat schon einen großen Unterschied gemacht. Packen wir mal Silas rein. Unterschied. Wir können auch Tarsi ranpacken. Ja, macht schon einen Unterschied. Also Silas ist schon ein guter Supporter, muss man sagen. Da bin ich schon stolz auf den kleinen Bubi. Königstum dauert auch erstmal, bis wir da wieder pushen. Ich weiß nicht genau, in 2, 3 Parts erstmal wieder. Jetzt erstmal hier Kapitel, Quests, Dailies, Labyrinth. Obwohl, vielleicht sogar schon im nächsten oder übernächsten Part. Im nächsten Part vielleicht noch Kapitel 6, wenn das klappt. Und dann könnten wir Königsturm pushen. Das würde eigentlich ganz gut passen. Oh, Brutus. Oh, Hölle. Weil er seine Unsterblichkeitsfähigkeit hat. Ich weiß nicht, ob er die auf dem Level schon hat. Ich glaube nicht. Hoffen wir einfach mal nicht. Ja, okay, hat er schon immun.
Ich hasse den. Also Brutus ist echt, gerade auch Early Game. Er ist als, also für einen sehr gut, aber wenn man den als Gegner hat, Horror. Genauso wie Thoran mit seinem Lebensraub da. Thoran ist auch Horror, oder? Ach, wie heißt die Sniperin, die von Celestial, die. Namen vergessen. Antandra? Heißt die Antandra? Ich weiß nicht genau. Kann ich euch gleich zeigen. Die ist richtig schlimm. Also es gibt so ein paar Gegner, die will man im Labyrinth nicht sehen. Gerade weil die halt auch nur einen Helden killen. Aber man halt, ja, keine Träne einsetzen will oder sonst irgendwas. Deswegen ist es immer ein bisschen mies. Wir rushen hier einfach durch. Ich sag's euch, wie es ist. Ich könnte vielleicht noch. Ich glaube, ich muss noch einen Gegenstand im Shop kaufen, um eine weitere Belohnung zu kriegen. Muss ich dann machen. Boah, er fliegt einfach mal aus dem Feld raus. Oben ist ja gar keiner mehr. Wo will er denn, ey? Ich will baden gehen, glaube ich, hinten im Fluss. Ich glaube, der hat auch 36 Kapitel hier. Ich weiß doch nie, wo man das nachgucken kann, um ehrlich zu sein. Ich würde das gerne mal nachgucken, so eine Übersicht mit so einer Liste. Weil ich finde das irgendwie so schwer zu sehen hier auf der Karte. Ja gut, hier ist noch einfach. 45. 14 Kämpfe noch. Schaffen wir. Mit links. Das ist links. Ich benutze trotzdem rechts, aber wir schaffen es trotzdem mit links. Ich benutze zwar rechts, aber wir schaffen es mit links. Das ist, was ich meine. Wir kriegen sehr viele und gute Belohnungen. Das ist sehr schön. Haben wir bald. Dann haben wir alle auf 60. Genau, und dann pushen wir dann Wukong, Iron und Chimera nach oben. Erst Wukong, würde ich sagen. Dann Iron. Dann Chimera. Ah, Brutus wieder. Nee. Ah, Brutus ist auch King Kong hier im letzten Level, ne? Ja, guck mal, wie viel Schaden der macht. Das ist heftig. Iron tot. Ja. Brutus ist halt Abfuck. Aber ich habe zum Glück mehr als nur Iron und Silas. Das ist wegen seiner Unsterblichkeit scheiße. Der 78.000 Schaden hat er gemacht. Der ist halt am Anfang im Early Game richtig belastend. Xavier ist da hinten auch mit seiner Lanze. Wenn der einmal im Haste kommt und dann so alle Lanzen auf einmal ballert, dann geht der auch da jetzt. Oder ist das schon? Nee, das ist noch nicht. Wenn er eine Ult zündet. Weil jetzt stirbt er. Das ist auch sehr schlimm. Vor allem, wenn Brutus davor steht. Ja, weil er den dann beschützt, weil Brutus ja nicht stirbt und dann keiner durchgehen kann. Ja, wir werden noch einige Erlebnisse haben, die belastend sein werden. Aber stehen wir durch. Stehen wir durch und stehen wir drüber. Uhr, jetzt hiernach kommt der nächste Boss. Bitte einfach kein Brutus mehr, weil ich möchte keinen Brutus mehr haben. Ich bin froh, dass Chimera dann nicht so nah in seiner Range ist. Lützer ja auch nicht. Das sind meistens nur Wukong, Silas und Iron dann betroffen, wenn er sie anzieht. Ah, Brutus. Oh Mann. Ah, und mit Xavier ist dahinter. Ja, jetzt kommt die Kombi, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich gespannt. Das wird jetzt sehr knapp. Xavier wird nicht getroffen. Ja, ein Tod. Chimera mit ihrer Ult. Wukong zündet. Ja, okay, Brutus ist gefallen. Aber Xavier hat richtig losgelegt, habt ihr gesehen? Passt mal auf, Xavier hat auch richtig viel Damage. Da 40.000. Ja, das ist halt, muss man aufpassen. Genau die Kombi, die ich gerade noch angekündigt habe. Dann kommt es einfach um die Ecke. Ja, da kann man nicht viel gegen machen, um ehrlich zu sein. Ich hätte vielleicht dann noch ausprobieren können, Lützer mit Wukong tauschen, Wukong mit Chimera tauschen und dann. Also, nee, warte mal. Iron mit Chimera tauschen, so. Muss das schon reichen? Das hätte auch schon gereicht. Einfach damit Iron nicht Brutus pullt. Wukong dann einfach Brutus ein bisschen abwehrt. Und dann Chimera ihre Ult pullen kann. Dann hätte ich auch vielleicht noch Lyzza mit Silas tauschen können. Damit Lyzza ihren Pfeile auf Xavier schießen kann. Hätte man machen können, aber so geht's ja auch. Sieht echt gut aus.
Perfekt. Okay, Brutus ist aber kein Boss. Ja, da steht auch kein Gut dahinter, das ist nicht so wichtig. Aber Brutus wird trotzdem albern und Silas killen wir da. Wow, was ist jetzt los? Silas halt Iron, Chimera Ult, Lyza, Pfeile. Oha. Brutus immun, Iron stirbt, Silas auch. Oh, oh. Oh, soeben. WTF. Wir hätten da die ganzen Damage-Punkte gemacht. Ach, Golos auch noch. Weißt du, wo Golos? Ich meine, ja. Boah, wir knapp jetzt das letzte Kapitel. Letzte Level vom Kapitel. Weil da ist auch nochmal Brutus. Ich weiß nicht mit wem genau, aber. Ja, Brutus halt, ey. Scheiß Löwe. Die Zwischendinger sind eigentlich immer safe. Es wird irgendwann mal schwieriger werden, aber. Eigentlich sind die immer safe. Eigentlich auch nur mal immer ein bisschen rumprobieren. Okay, ich glaube, wenn jetzt Brutus da ist, würde ich schon direkt eine andere Formation probieren. Oder soll ich einmal so? Ich kann auch einmal so probieren, ist ja nicht schlimm, wenn ich mal einmal, wenn wir einmal verlieren. Okay, Golos. Ist Golos, ne? Ich glaube ja. Das Problem ist, dass das einfach Futter ist und ich mir die Namen von denen halt nicht merke, weil es einfach nur für mich Futter ist. Aber ihr wisst ja, wenn ich meine, den das Pferd. Das Pferd. Okay, Level erhöht. Okay, letzte Level von Kapitel. Oh, was? Auch noch die Sniperin dabei. Ach du Scheiße. Okay, wir machen folgendes. Das wird so nicht klappen. Wir machen das so. Lyza wählt Brutus ab. Iron pullt hier. Und sie da stützt hier ein bisschen. Ich glaube, ich werde sogar Tasi reintun für sie. Okay, probieren wir mal so. Wie schnell stirbt Lyza von Brutus? Oh, Tasi stunt Brutus. Okay, gut. Oh nein, ich wurde eingespinnt von der einen. Iron ist tot, Wukong macht da oben seine Ult. Wukong und Chimera leben noch. Brutus ist aber noch am Start, ich glaube, das schafft Brutus nicht. Weil Chimera jetzt stirbt. Aber Wukong beschützt sie. Oh, Wukong beschützt sie. Oh, Wukong, jawohl. Wukong hat Chimera beschützt. WTF. Wie cool. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er verloren. 1 gegen 1 gegen, Brutus hätte er verkackt. Weil Brutus diese Spin-Attacke hat und er hätte alle Kopien von Wukong einfach nur zerbammt. Komm, wir machen mal eben kurz bis 6-4. War richtig gut. Jawoll. Ey, richtig, richtig gut, ey. Dass Wukong Chimera so beschützt. Pff. Geil. Geil, geil, geil. Okay, dann stoppen wir bei 6-4. Und dann holen wir alle Belohnungen. Machen Tasi mal eben auf 60. Ach, Tasi ist ja auch jetzt drin für Silas. Aber was? Tasi ist ebenwürdig. Ich finde Tasi sogar besser als Silas. Kommt natürlich darauf an, welche Gegner man hat und welche Formation man spielt, aber allgemein mag ich Tasi mehr. Wer ist hier als Boss? Okay, kein Brutus, das ist schon mal gut. Okay, Quest. 5-4, 5-8, 5-12, 5-16, 5-20, 5-24, 28, 32, 36 und 40. Gibt eine Waffe, Level 5, 5 Beschwörungsrollen und eine Tuse. Ausrüstung anlegen, Ausrüstung anlegen, 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 anlegen. Okay. Formation, ah gut, Formation gibt's jetzt. Aber die brauchen wir noch nicht. Wir haben noch nicht die Formation, die das Leben retten wird. Okay, Events. Gucken wir mal, ob wir Ausbildungslager jetzt abgeschlossen haben. Okay, 5 Käufe im Shop. Erreiche Level 60 müssen wir noch machen. Machen wir eben mit Tasi. Was ist denn da? Okay.
Wir brauchen noch zwei Sachen. Fünf Käufe. Verbesserungsgrad 1, okay. Wir müssen irgendwas verbessern. Was heißt Verbesserungsgrad 1? Ach so. Das ist Verbesserungsgrad 1. Ja, okay, sehr gut. Alles klar, dann machen wir noch zwei Käufe im Shop machen und dann haben wir es abgeschlossen. Wunder, wunderschön. Was kaufen wir uns denn überhaupt? Brauchen wir überhaupt irgendwas davon? Wir kaufen uns einfach das hier. Scheißegal. Hauptsache, wir haben das Event abgeschlossen. Was ist in der Big Chest drin hier? Oh, gewinn es! No! Wie gut! Warum ist die denn da drin? Krass! Geil! Bringt mir jetzt alleine zwar nicht viel, aber ich finde gut, dass die da drin ist. Das lassen wir erstmal. Ja, okay, es dauert noch, bis ich sie dann da rein pullen kann. Aber Gewinnes brauchen wir im Moment nicht so. Ist jetzt nicht so eilig. Gasthof zur Eiche haben wir schon. Warum das denn? Okay. Eigentlich sollten die Geschenke haben. Naja, aber nur zwei. Okay, Quest. Boah. Wochenquest auch noch abgeschlossen. Drei Rollen, Feldzug. Sehr gut. Oh, kann ich jetzt noch einfach weiter? Jo! Okay, gewinne es direkt rein. Ja, gewinne es, oder? Ja, ich glaube schon. Würde ich sagen. Am Anfang will man noch so viele da rein machen. Ich mag schon, wie es dann weitergeht. Ja, das war's für den Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part, ich denke mal, dann machen wir sogar Königsturm. Mal gucken, Königsturm oder Kapitel 6. Mal abwarten. Erstmal haben wir jetzt Ausbildungslager abgeschlossen. Das war jetzt erstmal wichtig. Ja. Neuer Testzelt. Da können wir auch die Prüfung hier machen, ne? Trial-Dings. Ah, 6,40 erst, okay. Dauert noch ein bisschen. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und aber da würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.